Hallo, ich zeige euch jetzt, wie ihr mit Simba mit Hilfe von Petri-Netzen eine SBR-Steuerung aufbauen könnt. Die Blöcke dazu findet ihr in der Bibliothek ICA and Signal unter Petri. Das Petri-Netz besteht aus Zuständen und Transitionen. Die Zustände stellen die Zyklusphasen dar und die Transitionen die Übergänge zwischen diesen Phasen. Solange eine Phase aktiv ist das Ausgangssignal des Blocks 1. Wird der Zustand dann an den folgenden Block übergeben, wechselt das Signal auf 0. Die Übergabe wird durch die Transition freigeschaltet. Das kann zum Beispiel nach Ablauf einer bestimmten Zeit passieren. Wenn der Zustand aktiv wird, beginnt in der Transition eine Zeituhr abzulaufen und reicht nach Ablauf dieser Zeit den Zustand an den folgenden Block weiter. Die Transition kann auch einer externen Bedingung unterliegen, wie hier zum Beispiel, dass die Füllphase beendet werden soll, wenn der SBR einen Füllstand von 900 Kubikmeter überschreitet. Dann ist auch eine Kombination von Zeitverzögerung und externer Bedingung möglich. Dabei unterscheidet man, ob beide Bedingungen erfüllt sein müssen, mit und, oder mindestens eine der beiden zur Übergabe des Zustands berechtigt, oder. Über eine Transition kann der Zustand auch an mehrere Blöcke weitergegeben werden, sodass man mehrere Schleifen parallel laufen lassen kann. Durch den Timer lassen sich weitere unabhängige Zeitverzögerungen einbauen. Hier wird zum Beispiel der Timer aktiviert, wenn die Phase Sedimentation beginnt. Der Konstantblock gibt dann je nach Belastung der Anlage eine Sedimentationszeit vor, hier in Tagen. So, auf der einen Seite geben die Zustandsblöcke jetzt ein Signal aus, das entweder 0 oder 1 sein kann. Und hinter jeder Phase des SBR-Zyklus stehen aber eigentlich ja Vorgaben für den Betrieb. In der Füllphase soll die Pumpe laufen, in der Nitrifikation das Gebläse, beim Sedimentieren sollen die Rührer stillstehen und so weiter. Und der SBR verfügt auch über entsprechende Eingänge dafür. Im Petrinetz wird der aktive Zustand von Phase zu Phase durch den Zyklus gereicht. Und den Zusammenhang zwischen den Zyklusphasen und der Betriebsweise des SBR kann man als Matrix darstellen. Diese Matrix lässt sich mit Hilfe des Y-MUX-Blocks auch in Excel konfigurieren. Wichtig ist hier, dass ihr vorher alle geöffneten Excel-Dokumente schließt, damit es nicht zu Konflikten kommt. In der Matrix könnten statt 0 und 1 auch schon konkrete Zahlenwerte stehen, wie zum Beispiel für den Volumenstrom 3000 oder so. Damit diese Werte aber auch nachträglich einfach und schnell angepasst werden können, wird hier nur mit 0 und 1 gearbeitet. Und diese Ausgangssignale werden dann anschließend außerhalb der Matrix mit einem Faktor multipliziert. Wenn der Zyklus in einer Phase ist, in der die Zulaufpumpe aktiv ist, wird das Signal mit dem Wert 5000 Kubikmeter pro Tag multipliziert und dann als Eingangssignal für das Pumpenmodul verwendet. Gleiches gilt dann auch für den Klarwasserabzug und den Luftvolumenstrom. Die Schlammabzugspumpe wird in der Deni-Phase nur dann aktiv, wenn der TAS-Gehalt einen Sollwert überschreitet. Diese Steuerung ist auch in unserem SBR-Beispiel auf der Startseite eingebettet. Wenn ihr euch das Modell anschauen wollt, dann könnt ihr hier klicken.